Wie du dein Fachwerkhaus oder deine gerade frisch gekaufte Altbauimmobilie energetisch sanierst, das erklären wir dir hier in diesem Video. Vielleicht habt ihr das große Glück und konntet noch ein Fachwerkhaus irgendwo im ländlichen Bereich ergattern oder ihr habt eine schöne Altbauimmobilie euch gekauft und möchtet die jetzt entsprechend aufpäppeln. Von Elektrik bis Wasser, vieles muss neu, aber ganz wichtig natürlich auch die energetische Sanierung, die Dämmmaßnahmen. Oft ist es so, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, dass der Fußboden viele Geheimnisse in sich hat und man oft nicht weiß, wenn man alles herauskoffert, was man denn so findet. Also von alten Ziegeln bis viel Sand und Lehm, es erwartet einen immer eine kleine Überraschung. Wichtig ist, ihr möchtet nachher hier in eurem Wohnzimmer auf einem vielleicht auf einem Holzdielenboden oder auf einem schönen Fliesenbelag sitzen mit eurem Sessel und das und eure Immobilie genießen und wollt warme Füße haben. Und ihr wollt natürlich auch, wenn ihr den Ofen anschmeißt, dass die Wärme nicht nach draußen abwandert. Also, ihr müsst an den Boden ran. Und wie das geht, wie ihr den dämmt, das wollen wir euch hier einmal genauer erklären. Übrigens, Überraschung gibt's immer. Hier bei Glapor, wenn wir unsere Kunden interviewen, wie sieht denn euer Fußboden aus? Also da haben wir schon von, so wie es hier sieht, ganze Baumstämme bis hin zu Autos haben wir auch schon mal gefunden. Also man findet so einiges in den alten Katakomben, Fahrräder und so weiter. Teilweise auch bei Objekten, die 200 Jahre, 300 Jahre alt sind. Also auch wirklich ganz interessante Dinge. Fakt ist, ihr müsst relativ häufig den Boden relativ tief auskoffern, ausheben und dann einen Ausgleich finden. Jetzt wollt ihr da letztendlich eine Dämmung einbringen. Was nehmt ihr denn da? Also ihr kennt sicherlich Kunststoffdämmung. Diese Plastikkügelchen. Kippt ihr euch da hunderte Millionen Plastikkügelchen rein? Nehmt ihr irgendwelche Platten? Nehmt ihr die berühmte gelbe Mineralfaser, die man so schön aufrollen und stopfen kann? Ist ein bisschen schlecht, gerade um diese Höhenunterschiede auszugleichen. Und besonders nachhaltig ist es vielleicht auch nicht. Dazu unterschätzt bitte nicht, dass aus den Seiten oft auch Nager, Tiere, Marder, Mäuse ihren Weg suchen. Deswegen ist es sinnvoll, hier einen Werkstoff zu verwenden, den man einbringen kann, den man einschütten kann vielleicht. Irgendwas, was man hineinschütten kann, was dann noch warm hält. Und natürlich haben wir von Glapor genau das für euch bereit. Denn nachher soll es so aussehen und auf diesem Konstrukt, auf dieser Unterkonstruktion kommt nachher euer Dielenboden, da sind ja die Geschmäcker unterschiedlich, aber entscheidend ist, dass hier unter ein geeigneter Dämmstoff ist, der das alles trägt. Ich kann euch schon mal nicht beruhigen, es wird viel Arbeit sein, denn ihr müsst einen Schaumglasschotter, was das ist, sage ich euch gleich, in euer Gebäude einbringen. Ihr müsst es nicht, ihr solltet es aber, weil dieses Produkt absolut wasserdicht ist, keine Nagetiere an sich heranlässt und dadurch, dass es ein Haufwerk ist, kein Wasser in sich aufsteigen lässt. Es ist also kapillarbrechend. Also ihr habt auf jeden Fall auch immer nicht nur warme Füße, sondern auch trockene. Ist ja vielleicht auch nicht so ganz unwichtig bei einem Holzfußboden. Das heißt, mit der Schubkarre oder mit anderen Werkzeugen müsst ihr diesen Schaumglasschotter in euer Gebäude einbringen. Schaumglasschotter, was ist das überhaupt? Ihr müsst euch vorstellen, das sind 1000 Kügelchen, große, faustgroße Stückchen. Die sind mal ein bisschen größer wie eine Faust, manchmal ein bisschen kleiner wie kleine Kügelchen. Das ist ein Material, das besteht aus Schaumglas. Das sind 1000 kleine Glaskügelchen aneinandergereiht, wie 1000 kleine Thermoskannen. Die halten warm und die könnt ihr tatsächlich wie ein Haufwerk quasi auch, einige sagen, es sieht aus wie Grillkohle, die könnt ihr erstmal ausschütten, ja, und damit diese einzelnen Körner dann zu einer planebenen Oberfläche werden, damit ihr dann darauf euren Fußboden etablieren könnt, dafür müsst ihr das Material verdichten. Ja, ihr kennt also diesen Verdichter, der immer so viel Lärm macht, wenn nebenan mal eine Baustelle ist. Damit verdichtet ihr den Untergrund, holt euch einen Rüttler, leiht ihr euch aus und fahrt mit diesem Gerät über den Schotter. Denn später soll es so aussehen. Ihr bringt auf eurem Untergrund, auf dem Sandboden, legt ihr erst ein Vlies aus, ganz unten. Das klappt ihr hier hoch und schlagt es später hier so um. Deswegen guckt das hier so vor. Und auf dieses Vlies bringt ihr den Schotter ein, so wie er hier auch zu sehen ist. Und der sieht ja wunderbar schön plan eben aus. Der wurde nämlich gerade von Stefan verdichtet mit dem großen
Verdichter. Ja, das könnt ihr euch auch selber zutrauen. Das ist jetzt nicht die schwerste Arbeit. Man muss das Gerät nur ein bisschen halten, wenn er vibriert, am Anfang das Gerät hereinzubringen. Die wiegen 100 Kilo. Das ist relativ schwer, da braucht ihr 4 Mann. Aber wenn das Ding erstmal fährt, ist es relativ einfach. Und beim Verdichten fahrt ihr dann hier schön im Kreis einmal drumherum und fahrt dann immer mehr Schnecken, bis ihr das Material im Verhältnis 1,3:1 verdichtet habt. Braucht ihr euch jetzt nicht merken, ruft mich einfach an, wenn ihr da noch Fragen habt. Jeder Altbau ist anders. Da gibt es manchmal immer so ein paar Kniffligkeiten. Wir helfen euch da. Ja? Also es ist gar kein Problem. Später, wenn ihr dann diese Dämmebene aufgebracht habt und euer Dämmpaket sicher eingebracht habt, aus Schaumglas, nachhaltig. Schaumglas besteht nachher, wenn ihr es zerreibt, einfach nur aus Sand. Also auch was diese berühmten Cradle-to-Cradle-Betrachtungen angeht, die vielen Bauherren mittlerweile wichtig sind. Wie nachhaltig bin ich eigentlich, wenn ich das Gebäude jetzt saniere? Was haben denn meine Kinder davon? Könnt ihr absolut beruhigt sein. Glapor-Produkte sind super nachhaltig. Sie bestehen letztendlich de facto nur aus Sand und werden auch zu Sand. Und auf diesem Untergrund könnt ihr dann eure Klicksysteme für die Fußbodenheizung aufbringen zum Beispiel. Da gibt es hunderte von Systemen. So lasst euch da von eurem Heizungsbauer nochmal beraten. Das kann man auch selber verlegen. Und dann könnt ihr auf der Unterkonstruktion diesen schönen Dielenboden etablieren. Und da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Und final werdet ihr einen wunderbaren Altbau haben, ein wunderbares Fachwerkhaus, wo man sich sehr gerne auf seinen schönen Designersessel vielleicht setzt und ein Buch liest. Ich sollte doch noch mal ein professioneller Männchenmaler werden, stelle ich gerade fest. Und in diesem Altbau fühlt man sich auf jeden Fall wohl und man wird für immer warme Füße haben, man wird trockene Füße haben und man kann sich sicher sein, dass man auch etwas für die Umwelt getan hat, indem man nachhaltige Werkstoffe verwendet hat. Und wenn ihr überlegt, euch dieses Material zuzulegen, entweder ruft ihr uns an, wir beraten euch gerne mit unserem Außendienst oder fragt doch mal beim Fachhandel nach. Wir sind mit vielen Fachhändlern verbunden, bei euch um die Ecke ein Baustoffhändler, fragt, ob der Glapor am Lager hat, fahrt dorthin, nehmt es mal in die Hand und wenn ihr keiner reicht, ruft uns an, wir kommen auch gerne vorbei, wir helfen euch, damit dein Fachwerkhaus eine richtig kuschelige Höhle wird.